Willkommen, mein Name ist Simon Ritter und ich bin hier im Ganesha Wohnmobilstudio von der Frauentempeltour. Und heute bin ich hier mit der wundervollen Birgit und das ist unser Take Two. wir hatten gestern schon aufgezeichnet, wobei die oben im Bürserberg, wo wir waren, genau. da war die Internetverbindung so schlecht, so dass nichts draus geworden ist. Und ich freue mich sehr für deine Flexibilität und dass du extra nochmals hierher gekommen bist. Und bevor wir vielleicht auch noch ein bisschen darüber sprechen, was wir gestern alles erlebt haben, der Frühlingstag und Nachtgleiche, die allererste Frage wie immer, Birgit, erinnerst du dich an dein allererstes Mal im Tempel? Ja, danke Simon Rita, auch dafür, dass ich noch eine zweite Chance bekomme für diese Aufzeichnung und jetzt hier sein kann. Ja, mein erstes Mal im Tempel natürlich, ich erinnere mich noch sehr gut daran. Ich habe gerade überlegt, wie ich dazu gekommen bin, dass ich überhaupt in einen Tempel gehen wollte. Und da ist mir so wie damals wieder das Bild gekommen. Ich war in einer Ausbildung und habe dort eine Übung gemacht. Und in dieser Übung habe ich so eine Vision bekommen, ein Bild von vielen Frauen, die am Boden saßen und miteinander waren. Und da war so ein Gefühl mit dabei und das kann ich gar nicht mehr beschreiben. Und ich kannte das damals noch gar nicht und ich habe mich nur gedacht, das ist das, wo ich hin will und das ist so meine Sehnsucht. Und dann habe ich damals ganz unwissend angefangen zu recherchieren, okay, ich vermute mal, das ist sowas wie ein Frauenkreis, das kannte ich dort noch nicht. Habe geschaut, wo könnte ich hin, was könnte ich machen und dann bin ich irgendwie übers Internet auf Awakening Woman gestoßen und habe dann gesucht, wo gibt es Tempel, wo kann ich mir das anschauen. Bin dann in St. Gallen gelandet. Schweiz ist jetzt ziemlich nah zu Vorarlberg und dann bin ich das erste Mal dort in meinen ersten Tempel gegangen. Genau. Und kannst du dich noch erinnern, wie es sich angefühlt hat, wie du in den Tempel eingetreten bist? Ja, auch sehr. Das war eine richtige Herausforderung für mich. Also das war alles ganz neu. Also überhaupt das Miteinander und wie die Frauen überhaupt mir schon entgegengekommen sind. Also ich war da echt zuerst mit Vorsicht bin ich da reingegangen. Und mit sehr viel Respekt und aber doch sehr viel Neugier. Es hat mich angezogen, es hat mich magisch angezogen. Und dann habe ich mich überraschen lassen, was da so auf mich zukommt. Und ja, ich bin immer wieder gegangen, ein paar Mal. Es hat, ich bin danach nach Hause gegangen und habe gewusst, das ist wie ich war so zufrieden und es war wie so ein Nachhausekommen und ich konnte es gar nicht verstehen, was jetzt da passiert ist an diesem Abend. Aber ich hatte eine Anfahrt von 40 Minuten und auch die Heimfahrt und ich war so erfüllt und habe das mit in den Alltag genommen und habe gewusst, da muss ich wieder hin. Und dann bin ich wieder hin und jedes Mal in jedem Tempel habe ich mich ein bisschen mehr getraut, aus mir herauszugehen, ein bisschen mehr getraut, was von mir zu zeigen und so bin ich hineingewachsen. Und was hat dich dann dazu bewogen, dass du das Frauentempelgruppentraining absolviert hast? Dort haben wir uns nämlich das erste Mal getroffen. Ja, genau. das war ganz einfach. Ich wollte den Frauentempel näher bei mir haben. Ganz pragmatisch. das war tatsächlich mein Antriebsgrund. Ich wollte nicht 40 Minuten hinfahren und zurück und dann habe ich mir gedacht, okay, es gibt nichts, hat damals nichts gegeben in meiner Region, dann versuche ich das selbst. Dann habe ich mir das Tempelhandbuch runtergeladen, habe mich ein bisschen eingelesen in die Übungen und habe dann, ich konnte ja nicht gleich zum Tempelgruppentraining, da war Corona irgendwo noch dazwischen und dann habe ich einfach mal angefangen und habe in meinem Freundeskreis eine Gruppe Frauen zusammengetrommelt, wo ich gewusst habe, denen kann ich vertrauen, da fühle ich mich sicher und dann haben wir einen Tempelabend gemacht.
Und im Anschluss bin ich aufs Training gekommen. Also du hast mit dem Tempelhandbuch, hast du begonnen mit den Übungen darin und oh, wie schön. Ja. Und als du dann zum Training kamst, ist das, weißt du, du hast das Tempelhandbuch gelesen und dein ganzer Weg auch, was du sonst auch weißt über Trainings zum Beispiel, ist das Frauentempelgruppentraining, hat dich etwas daran überrascht? Ja, ziemlich. Ich kenne Trainings halt sehr theorielastig und man kommt hin und bekommt die ganzen Inputs und klar gibt es vielleicht ein paar Übungen, aber grundsätzlich wird man so mit sehr viel Wissen konfrontiert und ich bin da hingekommen und ja, wir haben ganz viel praktiziert, wir haben ganz viel Übungen gemacht, wir sind hineingetaucht in diese Tempelübungen, in die Praxis und klar kamen, waren Inputs dabei und aber das ist so verflossen ineinander und es war so wie ein Wiedererfahren, es war nicht ein Lernen, sondern ein Erfahren, wie kann es denn gehen? Und das hat es eigentlich ganz besonders gemacht und leicht und einfach, ja, sehr wertvoll. Ist ja auch dieser Ort, von wo du dann auch deine Tempel anbietest, ist aus deiner eigenen verkörperten Erfahrung. Es ist ja nicht ein theoretischer Weg. Mhm. Und gibt es denn, also was würdest du denn sagen, was hast du denn mit nach Hause genommen? Was war ganz wertvoll für dich dann? Du hast ja schon gestartet mit Gruppen, hast du dann den Tempel geöffnet danach? Oder wie bist du nach Hause gekommen, hast gleich gestartet? Ja. Ja, also ich habe gleich weitergemacht. Hatte auch gleich ganz tolle Frauen dabei, die sich darauf eingelassen haben. Dann habe ich auch erzählt, dass ich das ganz frisch mache und konnte ganz, ganz viel mitnehmen von dem Training, weil es viel tiefer ging, weil ich noch mehr verstanden habe oder gespürt habe. Verstehen ist ja auch wieder eine Kopfsache, aber ich habe das so mehr verinnerlicht. Was machen denn diese Übungen mit uns oder wie fühle ich mich danach und was gebe ich durch dieses Training den Frauen auch mit oder was können sie mitnehmen? Und das habe ich mehr gefühlt und das konnte ich dann natürlich mitnehmen und ich gehe davon aus, dass ich es auch transportieren kann jetzt. Du hast dann ja auch das Masterclass-Training, du warst ja, wir waren zusammen im Masterclass-Training ja. Und bietest ja einmal im Monat deine Tempelgruppen an. Und einfach, du kommst auch immer wieder selbst zum Praktizieren. Das ist auch so, und du hast das auch beschrieben, die Art und Weise, wie du das Tempeltraining erfahren hast, ist auch ein Schlüssel dazu, dass wir selber in der Übungspraxis bleiben. Und vielleicht magst du, und dann, als wir hier auf diese Tour, als ich diese Tour, oder meine Vision von dieser Tour, da warst du ja sofort dabei. Und wir haben uns ja auch seit Dezember, glaube ich, haben wir uns alle zwei Wochen so getroffen. Vielleicht magst du auch noch ein bisschen etwas davon teilen, inwiefern das dich darin unterstützt in deiner Tempelarbeit, auch das Masterclass-Training und immer wieder diese Berührungspunkte zu haben. Ja, auf alle Fälle, das ist so diese Verbindung, die da so spürbar ist. Und also klar, einerseits auch der Austausch miteinander und wie machst du das oder wie geht das oder auch Inspirationen, aber so hauptsächlich finde ich, ist es diese Verbindung, diese Zugehörigkeit, dieses Miteinander und das ist das, was mich eigentlich auch an der Tempeltour so gerufen hat. Wow, und jetzt sind wir alle irgendwie verbunden, diese ganze Zeit, während du da tourst durch die Länder und können, auch wenn wir nicht physisch dabei sein können, wir sind im Herzen dabei und das ist so eine tolle Energie. Ich erlebe das oft, so ein Tempeltraining, dann, weißt du, wir trainieren miteinander und praktizieren miteinander und fühlen dieses
oder dieses tiefe Sehen in unserem Herz, und das ist auch da, was uns verbindet, was uns teilt, diese Frauenkreise, diese heiligen Räume in die Welt zu bringen. Und dann gehen wir wieder nach Hause, und dann, wenn wir nach Hause gehen, bist du ganz alleine im Tal. Ja, genau. Bin ich alleine, aber es kommt ja mit. Es ist ja, irgendwas bleibt ja hier drin, und das nimmst du auch, oder ich nehme es auch mit in den Alltag, und ich merke schon, es wird zum Teil immer wieder schwächer, aber deshalb komme ich ja dann wieder in den Tempel, oder auch Online-Tempel ist eine gute Möglichkeit, jetzt, wenn es zu weit weg ist, dass man in der Praxis drin bleibt. Und ich habe so das Gefühl, es erinnert sich immer schneller. Also man ist immer wieder schneller in dieser Energie drin und begleitet natürlich auch den Alltag. Also ich habe gerade auch das Sisterhood-Manifesto, das steht bei mir auch gleich, wenn man zum Haus reinkommt, auf einem Kasten, sagt man bei uns. Und da begleitet es mich auch im Alltag, wenn ich wieder irgendwie zu zerstreut bin oder zu hektisch oder zu schnell, und dann laufe ich vorbei und ich sehe es, und dann bleibe ich kurz stehen, und dann irgendein Satz aus dem Sisterhood-Manifesto spricht mich dann an, und dann kann ich mit dem wieder weitergehen. Also es fließt auch in den Alltag. Es ist ja auch so, es ist wie, ich erlebe das auch so, es wird immer an, also man erinnert sich immer schneller, es ist wie ein Muskel, den wir trainieren. Je öfter man in den Kreis kommt oder damit praktiziert, desto mehr wird desto stärker wird sozusagen dieser Muskel auch. Du hattest mich ja eingeladen im Rahmen der Frauentempeltour auf den Börserberg. Aufs Börserberg? Sag ich das richtig? Börserberg, genau. Oh, und wir haben da ein wunderschönes Ritual gefeiert und Tempel gefeiert. Und es ist ein sehr, sehr, sehr kraftvoller Ort. Ich bin dir so, so dankbar dafür. Ich habe das so sehr genossen. Ich war da, es war ein bisschen ein Abenteuer, da hochzufahren. Ja. Also Birgit ist mir vorausgefahren, die Straßen, also viel mehr Platz hätte es nicht mehr gehabt. Da oben sind auch die prähistorischen Steinkreise, die ich besucht habe, und wir haben dann auch eingetreten in dieses Ritual, in der Frühlingstag- und Nachtgleiche mit dem Wasserfall, und dann waren wir in diesem wunderschönen Seminarhaus, wo wir getempelt haben. Ja. War wunderschön. Bin dir so dankbar für den Tempel, den du da angeleitet hast und was du einfließen lassen hast. Und wir haben mit Samen praktiziert und ja, es war sehr, sehr berührend. Möchtest du uns noch, ich möchte gerne noch ein bisschen was hören von deinem Tempel. Also ist der ist nicht da oben im Börserberg. Nee. Vielleicht dann irgendwann. Genau. Wenn wir uns beamen können, dann ist es einfacher, dorthin zu kommen. Aber so mein Tempel findet monatlich statt, und wir sind im Dorf, wo man auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut hinkommt. genau, immer im Frühjahr und im Herbst, einmal im Monat. Und ja, ich freue mich auf viele neugierige und neue Frauen. Und hast du, also Frühjahr und Herbst, du hast Winterpause und Sommerpause? Ja, genau, im Sommer und im Winter mache ich nichts. Da habe ich Urlaub. Und im Frühjahr und im Herbst. Genau. Und du hast auch, an welchem Tag ist es, ein bestimmter Wochentag, immer dasselbe? Ja, im Moment praktizieren wir am Dienstag, aber ich probiere das immer ein bisschen aus, wo es gerade gut in meinen Kalender passt und dann, wie es auch den Frauen geht. Im Moment Dienstag, habe ich schon gesagt. Und ist ein offener Tempel, also alles, man braucht auch keine Vorkenntnisse, man kann einfach kommen. Genau, es ist immer ein offener Tempel und sind alle Frauen willkommen, ob sie Tempelarbeit kennen oder nicht. Ich glaube, wir haben da einen guten Mix. Ich habe auch, unser Tempel ist auch seit 10 Jahren ist es ein offener Tempel. Schön, ja. Und auch das ist ja die auf ihr Herz lauschen und dann den Ruf verspüren und kommen da. Das passt immer alles perfekt. Also man muss keine Vorkenntnisse haben. Im Gegenteil, es ist mehr ein Erinnern. Also genauso wie du das auch geschildert hast, deine allererste Tempel. Ja. Es ist was in uns, das sich daran erinnert. Und dann
wissen wir im Prinzip ganz genau, was zu tun ist. Ja, dann. Stimmt. Genau. Ich werde hier auch in der Videobeschreibung werde ich auch noch deine Webseite vermerken, wo man dich finden kann. Also in der Region Vorarlberg. Es gibt eben nicht so viele Tempel hier in dieser Region. Nein, es gibt in der Schweiz noch, in Tippolzau gibt es noch und in Vorarlberg, meines Wissens, keinen. Nein. Ja. Ich habe mich so, so sehr gefreut über die Einladung. Ich nehme jetzt all diese Samen, die nehme ich mit und verteile sie auf dieser Tour. So schön. Und ich feiere dich für deinen Mut auch. Ich habe das gesehen auf deiner Webseite. Du hast das ein wunderschönes Bild, wie du Bogen schießt. Und das ist so eine Kraft, die sieht man so an dir. Dieses auch, da muss man sich ja sehr, sehr, sehr fokussieren können. Und ganz ruhig bleiben und ganz genau wissen. Und das ist auch so diese Kraft, die ich an dir so sehr feiere, auch wie du erzählst, wie du das ganz alleine und dran bleibst, obwohl es herausfordernd war für dich. Und gleichzeitig laufst du auf dein Herz und riskierst es, das in die Welt zu bringen. Und ich freue mich sehr auf unsere nächste Begegnung. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Danke, dass du da warst, Simon Winter. Danke. Das war aus Ganesh. Übrigens, das Wohnmobil heißt Ganesha aus unserem Wohnmobilstudio. Und vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.